Wieder mal bin ich sehr, sehr froh, dass es uns gelungen ist, einen Top-Partner für unser Bike-Projekt hier gewinnen zu können. Und zwar die Firma MMB Instrument. Ich denke, jeder, der schon mal ein Bike umgebaut hat und die Original-Tellermine von Tacho rausgerissen hat, der wird den Hersteller hier kennen, denn die machen wirklich sehr, sehr schöne, sehr kleine, sehr elegante Messgeräte rundherum um das Motorrad. Und warum ich diese Teile von dieser Firma so liebe, ist eigentlich ganz einfach. Sie haben eine extrem kleine Bauweise, sehr schickes Design und vor allem kann man die sehr schön irgendwo verbauen, ohne dass sie gleich die gesamte Front des Bikes hier beeinflussen. Also wirklich sehr, sehr schöne Ware. Vielen Dank an die Firma MMB Instrumente. Bevor wir allerdings auf den Einbau dieses Teils hier zu sprechen kommen, werde ich erstmal hingehen und den ganzen Kabelsalat hier sortieren, den wir ja am Anfang unseres Bike-Projekts hier verursacht haben. Ja, und wenn das geschafft ist, dann gucken wir uns an, wie man dieses schicke Teil hier anschließt und was es alles kann. Ich habe jetzt mal grob die ganzen Steckverbindungen wieder miteinander verbunden und auch den neuen Scheinwerfer vorne angeschlossen. Und jetzt benötige ich für meinen zukünftigen neuen Tacho ja die ganzen Signalleuchten, die im alten Dashboard und in den alten Instrumenten hier verbaut waren. Und deshalb bin ich hingegangen und habe mal die Kabel hier nachverfolgt und geschaut, welches Kabel denn für was ist und habe mir das aufgeschrieben. Denn diese Informationen brauche ich ja nachher, wenn ich die Signalleuchten am neuen Tacho anschließe. Damit der Tacho auch vom Look her zu unserem Bike passt, werde ich erstmal hingehen und das Chrom noch ein klein bisschen anschleifen, damit er ein bisschen matter wird. Und dann werde ich hingehen und mittels so einem kleinen Halteblech und dieser Schraubschelle hier, werde ich den Tacho hier vorne am Gabelholm befestigen, bevor ich mich dann endlich mit der Verkabelung hier auseinandersetzen kann. Ja, der Tacho ist montiert und hebt bombenfeste. Unterhalb des Tachos habe ich noch so ein ganz kleines Aluminiumblech angebracht und dort den Mini-Drucktaster integriert, den ich ja nachher benötige, um die ganzen Einstellungen am Tacho durchzuführen. Ja, ansonsten habe ich noch die ganzen Kabel hier in so einen Gewebeschlauch eingepackt und jetzt nach hier drüben verlegt. Und jetzt werde ich mal beginnen und die ganzen Kabel gemäß Gebrauchsanweisung anzuschließen. Noch ein paar ganz kurze Worte über den Hallgeber hier. In der Regel kennt man es ja, dass man irgendwo einen Signalgeber montieren muss und dann entsprechende Magnete am Vorder- oder am Hinterrad anbringen muss, damit er seine Informationen bekommt. Nicht so bei diesem Hallgeber hier, denn der hat ein integriertes Magnet. Das bedeutet, man muss den lediglich irgendwo montieren, wo metallische Gegenstände vorbeilaufen. Und in meinem Fall sind das jetzt eben hier die Muttern des Kettenblatts. Das für mich Schlimmste ist überstanden, das war nämlich die Verkabelung des Tachos. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, Elektrik ist nicht gerade meine Stärke. Nichtsdestotrotz habe ich mich damit auseinandergesetzt und werde das im Detail jetzt nochmal vorstellen, weil es vielleicht für den einen oder anderen hilfreich ist. Für alle, die das nicht interessiert, die können jetzt schon mal vorspulen ans Ende meines Videos, denn da habe ich noch einen sehr interessanten Beitrag über den Qualimartello. Ja, mit meinen wirklich sehr, sehr schlechten Elektrokenntnissen probiere ich euch mal ganz kurz zu erklären, wie ich den Tacho angeschlossen habe. Und dafür habe ich diese Grafik hier erstellt. Auf der rechten Seite grün dargestellt sind alle Kabel, die am Tacho befestigt sind und teilweise in Klammern noch, für was die Kabel sind. Und auf der linken Seite sind alle anderen Kabel, die eben mit dem Tacho angeschlossen werden. Und das habe ich, diese habe ich nochmal untergliedert in die Kategorie Stromversorgung, Kontrollleuchten, Hall- oder Signalgeber und den Menütaster, mit dem wir nachher durchs Menü vom Tacho durchklicken können. Ja, ein paar Hinweise, zum Beispiel bei dem Dauerplus und beim schaltbaren Plus ist es wichtig, dass man eine Ampere-Sicherung dazwischen schaltet. Ansonsten muss beim Blinker noch eine Diode dazwischen geschaltet werden. Wenn ihr das nicht macht, habt ihr die Situation, dass wenn ihr den Blinker betätigt, beide Blinker, also rechts und links, blinken. Ansonsten noch der Hinweis, dass beim Kühlmitteltemperatur, beim Öldruck und beim Leerlauf nicht das Plus, sondern das Minuskabel an den Tacho angeschlossen werden. Ja, das ist es mal so ganz grob. Wenn ihr Fragen haben solltet, schreibt das unten ins Kommentarfeld. Ich bin mir sicher, dass einige schlaue Elektroköpfe dabei sind und diese Fragen ja fachgerecht beantworten können und nicht so laienhaft wie ich. Also tauscht euch aus unten im Kommentarfeld. Und ob diese ganze Verdrahtung hier funktioniert, das gucken wir jetzt mal am Motorrad an. Die Batterie habe ich angeschlossen und es riecht schon mal nicht nach verbranntem Plastik oder es ist auch kein Qualm zu sehen,
Das ist generell schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ich werde jetzt mal den Zündschlüssel umdrehen und schauen, was mit unserem Tacho passiert. Es leuchtet, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Der Zeiger schlägt voll aus, das ist der Selbsttest. Das funktioniert auch einwandfrei. Die Fernlichtanzeige leuchtet. Die Blinkerkontrolllampen funktionieren. Der Neutralschalter funktioniert. Jetzt probieren wir noch das Menü durch. Der Drucktaster lässt sich betätigen und schaltet durch. Sehr, sehr gutes Zeichen. Ja, wie es aussieht, haben wir alles richtig gemacht. Der Tacho leuchtet und funktioniert. Ich werde jetzt noch hingehen und den Radumfang hier einprogrammieren, damit er nachher auch die richtige Geschwindigkeit übersetzt und misst. Und ich habe noch die Option, aus verschiedenen Hintergrundbeleuchtungen hier eine passende Farbe auszusuchen, die mit dem Style unseres Bikes hier übereinstimmt. Nochmal vielen, vielen Dank an die Firma MMB Instrumente, die uns dieses schicke Teil hier gesponsert hat. Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wofür ein Quali-Martello gut ist, dann bleibt noch 2 Minuten dran, dann werde ich es euch erklären. Wieder mal sind 2 Pakete bei mir eingegangen. Diesmal handelt es sich um 2 Tachometer. Zum einen hier ein Tacho, den habe ich bestellt in einem Land. Da möchte ich nicht viel dazu sagen, einfach nur so viel zur Information. Lieferzeit ungefähr 4 Wochen und ich vermute, es war dann nochmal 2 Wochen in Quarantäne. Und wenn wir uns das Teil angucken, optisch nicht gerade so der Hammer, aber ich denke für den Preis hier 14 Euro, darf man nicht meckern. Und zum anderen haben wir gesponsert bekommen von der Firma MMB Instrumente einen wirklich sehr, sehr schicken Tacho. Ein sehr, sehr kleines, elegantes Teil hier. Details zeige ich nachher noch. Und einen Hallgeber. Und was für mich auch sehr wichtig ist, vor allem eine Einbauanleitung, die bei diesem Modell hier, wir nennen es mal die tanzende Nadel, nicht dabei war. Ja, ich möchte jetzt aber nicht voreingenommen sein und sagen, hier, das ist einfach Schrott und das ist super deutsche Markenqualität und Spitzenqualität, sondern ich möchte das entscheiden lassen durch meinen Quali Martello. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das kriegt man hier im Baumarkt, ein handelsüblicher Quali Martello. Und dieser Quali Martello funktioniert eigentlich relativ simpel. Wenn man mehrere Produkte zur Auswahl hat und weiß nicht, was man verbauen soll, was wirklich den Qualitätsansprüchen eines Projektes gerecht wird, dann kauft man sich so einen Quali-Martello hier, positioniert den zwischen den ganzen Produkten. Und jetzt ist vor allem ganz wichtig, dass man extrem neutral ist. Also man darf keinerlei Partei für irgendein Produkt einnehmen. Das werde ich jetzt mal machen. Und meine Aufgabe ist lediglich, den Martello nach oben zu führen. Und dann im freien Fall wird der Hammer selber entscheiden, was Ausschuss ist, und für unser Projekt einfach nicht in Frage kommt. Ja, wie das funktioniert, wollen wir mal ausprobieren. Also ich verschließe meine Augen, damit ich keinerlei Einfluss habe auf die Entscheidung. Und ich führe den Hammer lediglich nach oben. Und jetzt merke ich schon, er fängt an zu zucken. Ich werde ihn gleich fallen lassen. Also ich hatte wirklich keine Entscheidungsbefugnis drauf. Also das war einzig und allein die Entscheidung von unserem Quali Martello hier. Und ihr seht, Leider ist die Wahl gefallen auf dieses Modell hier, die tanzende Nadel aus einem Land, wo nicht immer Gutes herkommt. Das haben wir in den letzten Monaten feststellen müssen. Ja, und gewonnen hat zu meiner Erleichterung dieser Tacho hier von der Firma MMB Instrumente. Deutsche Qualität, deutsche Wertarbeit und wie wir das gute Stück hier aufnehmen.